So, es ist wieder soweit. Socialklar TV startet jetzt pünktlich. Und wer ist heute da? Die herzallerliebste Sarah. Hallo. Ich grüße dich. Ich grüße zurück. Schön, dass wir heute wieder den Austausch mit euch haben, mit all den sozialen Netzen, die sehr wichtig sind, gerade jetzt in der heutigen Zeit. Ja, das große Weltthema, das uns alle in gewisser Weise beschäftigt. Und wir wollen, wenn Sie jetzt zuschauen, da auch eine Leichtigkeit mit reinbringen. Deswegen haben wir jetzt seit dem Wochenende eine wunderbare Möglichkeit, ja auch jetzt unkompliziert zu buchen. Meine erste Frage, bevor du dann verrätst, was es für eine Leichtigkeit ist, wie ist es bei euch so in den sozialen Netzen? Ich meine, da kommen wahrscheinlich jetzt momentan auch viele Fragen auf. Bei uns kommen wahnsinnig viele Fragen auf. Wir haben ja auch zum Thema schon zwei Posts veröffentlicht, einen direkt am Sonntag und einen heute. Und da stellen natürlich die Leute Fragen, wie genau funktioniert das Buchen ohne Risiko bei Sonnenklar TV? Wir können uns den Post vielleicht mal ganz kurz angucken. Ja. Er ist ja schon hinter mir zu sehen. Huch! Reifen. Ja, Achtung, vorsichtig. Ja. Ja, wir wollten einfach darauf hinweisen, dass man immer noch bedenkenlos natürlich Urlaub planen kann bei Sonnenklar TV, einfach buchen. Und es gibt gewisse Möglichkeiten, wie man dann ganz bedenkenlos einfach, wenn man sich denkt, ich möchte jetzt doch nicht verreisen, doch stornieren kann. Alle Informationen dazu findet man, wenn man auf den Link hier klickt oder wenn man ganz einfach die richtige URL aufruft. Vielleicht kann uns der Lars die auch nochmal schnell einblenden. Perfekt. Sonnenklar.tv/ohne Risiko. Da findet man alle Informationen zum Thema. Und wer sich immer noch nicht sicher ist, was er wie machen, buchen oder stornieren kann, der kann auch einfach im Service Center anrufen. Ist vielleicht auch der bessere Weg, als bei uns zu kommentieren. Kurz zur Erklärung, wir sind das Social Media Marketing Team und wir haben keinen Zugriff auf die Buchungssysteme und die Kollegen aus dem Service Center haben das aber und können sofort Frage und Antwort stehen und wirklich zu 100% die Info geben, die sie brauchen. Das ist gut und dafür sind die auch da, die Kollegen. Ja. Die wissen jetzt auch immer einen aktuellen Stand und ich finde es schön, dass wir da jetzt auch eine Möglichkeit gefunden haben, um da einfach so, wie ich schon erwähnt habe, so eine Leichtigkeit reinzubringen. Wir haben so fantastische Reiseangebote und mit dieser Option finde ich, also ist einfach das Genialste jetzt. Steht der Planung nichts im Wege. Definitiv. Und deswegen starten wir auch gleich mit der Sendung, weil wir haben ja da einige Angebote. Da haben wir noch die neuesten Informationen, auch jetzt aktuell von Abu Dhabi, sind Kollegen vor Ort, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also bleiben Sie dran, es ist eine schöne Sendung. Ja, Abu Dhabi hat mich total begeistert. Ich war auch vor einigen Wochen dort, unser Urlaubsland 2020. Und ich fand es so spannend, so die Wüste und irgendwie dann so ein Wunderland, wo man so alle Möglichkeiten hat mit fantastischen Hotels, vielen Sehenswürdigkeiten, Attraktionen, was auch immer. Also hier kommt jeder auf seine Kosten. Und jetzt habe ich gerade wieder gehört, Dirk war auch vor Ort und Goofy war dann nach mir. Der hat auch ein schönes Angebot jetzt nochmal mitgebracht. Und alle sind total geflasht, ja, was man da alles für coole Hotels hat. Und wir mit dem Le Méridien Abu Dhabi, das wir jetzt schon seit Tagen so gut verkaufen, ja, haben wir auch ein Angebot mit 699 Euro. Das glaubt mir oft gar keiner. Für so einen kleinen Preis 6 Nächte Luxus pur. Und du hast jetzt die neuesten Informationen von unserem Kollegen vor Ort. Ich bin schon gespannt. Ja, ich habe die Katharina, unsere Redakteurin, die den Dreh in Abu Dhabi gerade leitet, sozusagen in die Mangel genommen und sie dazu verpflichtet, auch für Social Media ein paar Sachen zu machen. Das hast du schön gesagt, verpflichtet. Aber die machen das natürlich gerne und auch genau. Richtig, richtig schön. Die hat gestern für uns eine ganze Story aus dem Le Méridien gemacht und die habe ich in die Highlights gepackt. Stories sind ja nach 24 Stunden auf Instagram nicht mehr verfügbar. Wenn sie in den Highlights sind, kann man die jederzeit abrufen. So zum Beispiel auch die Abu Dhabi Story von vor ein paar Wochen. Da sind Goofy und auch du zu sehen, auch deine Highlights. Und jetzt eben auch die neueste Story von der Katharina. Und da gucken wir einfach mal ganz kurz rein. Die hat uns mit ins Hotel genommen, zeigt uns hier den Eingangsbereich und erzählt auch so ein bisschen dazu. Also auf jeden Fall, wenn man Instagram hat, mal reinklicken und mit Ton anhören und sich mal so ein bisschen mitnehmen lassen in dieses Hotel. Da stellt sich die Katharina auch noch mal vor, erzählt, dass sie eben Redakteurin bei Sonnenklar TV ist, was genau an dem Tag so auf dem Programm stand und welches Hotel sie uns vorstellt.
Sie stellt uns eben das Le Méridien vor und im Hotel hängt eine große Tafel, auf der viele Gäste vermerkt sind, unter anderem Queen Elizabeth II. War dort schon zu Gast oder Margaret Thatcher. Und man kann eben, wenn man Gast dieses Hotels ist, auch in die Geschichte eingehen und vielleicht landet man ja dann auch irgendwann auf der Ehrengasttafel, so wie Queen Elizabeth II., also ein sehr renommiertes Haus mit viel Geschichte. Aber auch ein sehr schönes Haus, wir haben sehr viel Natur, die Anlage ist auch eingewachsen. Also es gibt hier nicht nur Schildkröten, sondern auch wunderschöne Palmen und einen kleinen Strand, der zum Hotel direkt gehört. Auch den hat uns die Katharina natürlich gezeigt, wunderschön hier mit Liegen und Blick auf die Skyline. Vielleicht mal den einen oder anderen Cocktail genießen. Und das Ganze dann bei Nacht ist Le Méridien Village, wo man so ein paar Shops und Cafés und sowas genießen kann, sich angucken kann, einfach flanieren kann. Und weil wir zu der ganzen Geschichte hier jetzt gerade keinen Ton haben, zumindest on air nicht, wenn man auf Instagram geht, kann man sich das natürlich mit Ton anschauen, habe ich die Katharina darum gebeten, uns doch einen kleinen Aufsager zu schicken, ein kleines Filmchen, in dem sie davon berichtet, was ihr Lieblingsspot im Le Méridien ist. Und den gucken wir uns jetzt einfach mal an. Also ich habe meinen Lieblingsort im Le Méridien schon gefunden und ihr seht, es ist nicht der perlweiße Sandstrand und auch nicht die große Poolanlage, nein, es ist das Village. Und zwar hier gibt es unzählige Restaurants und Bars und man kann sich abends einfach hier hinsetzen und aussuchen. Es wird live Musik gespielt, für die Fußballfans gibt es eine große Leinwand und meinen genauen Lieblingsplatz, den muss ich jetzt noch erkunden, indem ich alles hier teste. Super. So ja. Schön, oder? Die Vögel im Hintergrund. Total. Klingt so exotisch, als wäre sie, also ich meine, sie ist in einem fernen Land, aber es klingt wie ein Märchen, finde ich. Absolut. Und auch die Musik im Hintergrund. Da musste bisschen, sie dann ja, weg, ja? Ja, jetzt genau, muss sie los. Das war jetzt ganz kurz gehalten. Aber du hast schon gesagt, nettes Statement, einfach so ihr Lieblingsplatz. Also man merkt einfach, man ist in der Stadt, ja? Das ist eigentlich, finde ich, so die Kernaussage hier bei diesem Angebot. Doch ist der kleine Strandabschnitt dabei, was eine Seltenheit ist. Mhm. Und man hat die Abu Dhabi Mall ums Eck. Man ist quasi... Das ist natürlich traumhaft. Ja, es wäre schön, oder? Ja. Ja, ich finde auch so ein bisschen zum Bummeln gehen und dann wieder gleich zurück ins Hotel. Aber auch alle anderen Sehenswürdigkeiten. Und das ist hier echt ein Schnäppchen, also ein besonderes Angebot, auf das Sie sich gleich freuen dürfen. Wir haben gleich nochmal nach dem Film, ja, können wir nochmal genauer gucken, wie zentral liegt denn wirklich das Le Méridien Abu Dhabi. Und das schauen wir uns dann an. Aber jetzt erstmal die Bilder. Eindrucksvoll. Unvergesslich schön. Geheimnisvoll, von der Sonne verwöhnt und der Zukunft zugewandt. Das ist Abu Dhabi, unser Urlaubsland des Jahres. Für Sie kommt noch moderner Luxus hinzu, denn Sie residieren im Herzen der Stadt, nur wenige Schritte von der Abu Dhabi Mall entfernt, im renommierten 5-Sterne Le Méridien Abu Dhabi. Elegantes Ambiente begleitet Sie von der Lobby bis in Ihr Zimmer, das dank Upgrade mit Blick auf die Skyline besticht. Eingebettet in den üppig bepflanzten Garten ist die Poollandschaft. Und haben wir eigentlich schon erwähnt, dass das Hotel auch einen direkten Zugang zum flach abfallenden Sandstrand hat? Zudem erwartet Sie im Le Méridien eines der besten Buffet-Restaurants in ganz Abu Dhabi. Trotz Ihrer All-Inclusive-Verpflegung überraschen wir Sie mit dem Zugang zur exklusiven Club-Lounge. Dort werden Sie nachmittags mit Snacks und Tee sowie abends mit Canapés und ausgewählten Drinks verwöhnt. Das Le Méridien Abu Dhabi. Ein Hotel, das unserem Urlaubsland des Jahres alle Ehre macht. Herzlich willkommen auf Ihrer Dubai-Stadtrundfahrt. Heute besuchen wir die Jumeirah-Moschee und weitere Orte, die Sie staunen lassen werden. Das Dubai-Museum und ein Fotostopp am berühmten Burj Al Arab stehen auf dem Programm. Bevor wir Sie auf die Geschäfte der Glitzermetropole loslassen.
Edle Stoffe, Leder, Schmuck und andere Souvenirs aus Gold lassen schnell das Shoppingfieber ausbrechen. Beim Mittagessen dürfen Sie sich für den Nachmittag stärken, denn dann ist es an der Zeit für einen Besuch im versunkenen Atlantis. Unzählige schillernde Meereslebewesen können Sie in der Ambassador Lagoon, das größte der Aquarien der Lost Chambers, bewundern. Ah, das sind tolle Impressionen und ich habe es auch geliebt, so zentral zu wohnen. Und man hat ja alle Möglichkeiten, wenn man Spaß haben will, ja, dann fährt man halt einfach zum Freizeitpark, ins Formel-1-Gelände, raus nach Yas Island. Und wenn man baden will, kann man direkt einfach vor die Tür treten, ja, an den Strand gehen. Total, und es haben ja nicht viele Hotels diese Strandoption. Also das finde ich schon besonders im Limmerdia. Wir hatten jetzt noch vor, nicht, dass ich es vergesse, oder, dass wir noch die Karte zeigen. Das wollte ich jetzt noch machen, bevor du dann ja gleich nochmal weitere Informationen hast. Ich nehme sie mal mit, jetzt nehme ich sie mal mit. Ja, du darfst kurz Pause machen. Sarah, so, und wenn wir mal so grob uns das anschauen, hier zum Beispiel die Abu Dhabi Mall, also das ist wirklich, also hier keine Entfernung, da können Sie aus dem Hotel raus, können zu Fuß dann da hinlaufen und das ist halt diese Feinheit, dass das Le Méridien da direkt am Strand gelegen ist. Hier zum Beispiel Etihad Towers, Casa Watan, ja, der Präsidentenpalast, der ist jetzt erst seit November wieder zugänglich und das ist auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit, sollten Sie machen. Und übrigens, wenn ich schon über den Präsidentenpalast spreche, ich habe gelesen, ab 19 oder 19.30 Uhr findet abends immer so eine schöne Lichtershow statt, die sei wohl auch gratis. Das finde ich ja auch mal so zum Sonnenuntergang ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Das hat man ja auch in Dubai schon öfters mal gesehen. Und das gibt's jetzt hier dann. Dann der Louvre, den haben wir auch noch mal hier mit dabei. Der ist dann hier oben in der Bucht. Genau, also auch sehr sehenswert. Also Sie sehen, das ist hier alles super schnell auch erreichbar und so toll angelegt. Also es fasziniert mich so in Abu Dhabi mit den ganzen Inseln, mit den Optionen. Und dann einfach auch, klar, Taxifahrt kostet ja nichts. Also man kommt da echt dann ganz schnell von A nach B. Also Sie sehen, Sie haben eine schöne Lage mit Ihrem Hotel und haben da alles offen, wie Sie es gestalten. Das dürfen Sie dann entscheiden. Definitiv ist es ein Spitzenpreis. So ein Angebot hatten wir bis dato nie mit 699 Euro mit 6 Nächten. Das möchte ich Ihnen jetzt gleich nochmal verdeutlichen, damit Sie das auch wirklich so realisieren, wie interessant dieses Angebot ist. Da haben wir schon ganz viele Buchungen angenommen, weil natürlich auch mit Urlaub für alle da so weitere schöne Optionen hier auf Sie warten. So, und das Ganze ist am 4. Juli ab Nürnberg zum Beispiel buchbar. Die 6 Nächte im 5-Sterne Le Méridien Abu Dhabi. Das Ganze im Doppelzimmer Deluxe City View mit All-Inclusive. Das ist schon mal der erste Punkt. All-Inclusive dabei, wow. So, bei ITS gibt es das Ganze für 2034 Euro. Ja, das ist jetzt ein ganz normaler Preis und auch fair, ja, für die Qualität. Jetzt haben wir aktuell diese Sonderpreise und es lohnt sich, dass Sie hier schon mal großartig sparen dürfen. 636 Euro bleiben in der Urlaubskasse und viel mehr Urlaub gibt es dazu. Das wunderbare Upgrade auf die Club Room City View Zimmer. Und dann haben Sie automatisch den Zugang zur Club Lounge. Das kennen Sie ja, das Konzept. Dann gibt es nochmal so einen separaten Bereich zum Frühstücken oder nochmal Getränke. Abends nochmal Canapés und alkoholische Getränke, glaube ich, ab 18.30 Uhr. Also das ist wirklich nochmal ein weiteres Kulinarikpaket, das auf Sie wartet. Dubai City und Shopping Tour ist auch nochmal hier mit drin. Also definitiv eine Bereicherung und viel mehr Möglichkeiten für kleines Geld. Sie können schon ab sofort reisen. Bis nächstes Jahr April 2021 haben wir die Termine verfügbar. Und auch bei diesem Angebot, Sarah, haben wir ja hier die Garantie, oder? Bedenkenlos planen kann. Wunderbar, sehr schön. Alle Informationen bitte bei den Kollegen im Service Center abholen, wenn Sie persönliche Ansprache möchten. Oder Sie finden auch alle Informationen im Internet. Die 216-245 ist die Bestellnummer. Dieses Angebot habe ich mich auch gefreut. Ich auch. Ja, ich liebe Madeira.
Das wollte ich gerade eben wissen. Warum hast du dich jetzt auf das Angebot gefreut? Ich war bereits auf Madeira und jedes Mal, wenn es die Möglichkeit gibt, dass ich ein Madeira-Angebot mit in diese Sendung nehme, dann ergreife ich sie. Das ist cool. Ja, mir hat es auch so gut auf Madeira gefallen. Ich mag das Angebot auch nochmal, weil es 3 Wochen Madeira sind. Also ich meine, es ist schon mal eine Besonderheit. Was hat denn dir so gut gefallen auf Madeira? Was war für dich so besonders? Die Vielfalt auf der Insel und vor allem aber auch die einerseits wahnsinnig schöne und blumige Landschaft, aber andererseits auch das Raue an Madeira, wenn man so in die höheren Lagen kommt oder die Klippen zusammen mit dem Meer, ist einfach wunderschön. Hast du mal so eine Wanderung gemacht oben? Ich bin auf den Pico Ruivo gewandert, das ist der höchste Berg Madeiras. Ich habe nicht ganz unten angefangen, ich bin ein bisschen mit dem Auto hochgefahren. Okay. Aber so 2 Stunden war ich oben. Ich war oben und ich habe natürlich auch eine Levada-Wanderung gemacht. Und auch das ist total schön, natürlich typisch, sollte man unbedingt gemacht haben. Dieses alte Wasserkanalsystem fand ich irgendwie auch magisch, immer wieder diese Ausblicke zu haben, wieder so ein kleines Tunnelchen. Ja, richtig, also schön. War schön. Ach, wie freut mich sehr. Ja, es ist immer, wenn man das dann selber mal erlebt hat und die Bilder wirklich so im Kopf hat, dann ist das was, das begleitet einen immer. Und mir ging es genauso, ich war so begeistert. Und jetzt haben wir das Langzeitangebot für 999 Euro für die beste Reisezeit. Das ist ein ganzjähriges Reiseziel ab November. Also es ist schon, ja, richtig cool. Das ist ein Hammerangebot ungefähr. Das habe ich für eine Woche gezahlt, als ich dort war. Also bei mir war es auch ein bisschen weniger, aber trotzdem war es auch mindestens so ein Preis für eine Woche. Ja. Was hast du uns mitgebracht, liebe Sarah? Unsere Urlauber sind genauso begeistert wie ich und wie du. Und da habe ich natürlich Feedback aus dem sozialen Netzwerk mitgebracht. Auf Facebook hatten wir das Produkt vor ein paar Tagen schon. Und ein kleiner Hinweis, wir haben auch hier schon hervorgehoben, dass das Jardim Atlantico, das Hotel, um das es hier geht, ein Holiday Check Award gewonnen hat. Darauf gehe ich dann später nochmal ein. Jetzt gucken wir uns erstmal die Kommentare ein, die sind nämlich auch total positiv. Nehmen wir zum Beispiel die Regine, die hat unter 2 Beiträgen zum Hotel kommentiert, weil es ihr so gut gefallen hat. Das eine Mal hat sie geschrieben, kann ich nur empfehlen, war ich letzten Dezember dort einfach traumhaft. Und das nächste Mal nochmal, ich war in diesem Hotel und es war super, würde sofort nochmal hinfahren. Auch die Christiane fand super. Sie schreibt, ich war schon dort, so schön. Und die Annika schreibt, schönste Insel. Und da kann ich ja einfach nur zustimmen. Aber auch auf Holiday Check ist der Tenor der gleiche. Wir haben hier eine Weiterempfehlungsrate von 93% und somit hat das Hotel auch ganz verdient ein Holiday Check Award 2020 gewonnen. Ich habe jetzt mal eine Bewertung rausgesucht, die so der Stimmung aller Bewertungen dort entspricht. Von der Hanna, die war im Dezember dort mit ihrem, die als Pärchen quasi verreist und schreibt, wir werden dieses Hotel wieder buchen. Und genauer, schöne, ruhige Anlage, abseits vom Massentourismus, in traumhafter Lage oberhalb der Steilküste, die wir für Naturfreunde, Ruhesuchende und Wanderer herzlich empfehlen. Die Außenanlagen sind sehr gepflegt, die Apartments geräumig und sauber, das Essen schmackhaft und das Personal, wir finden die Menschen dort einmalig. Wir danken für ihre überaus freundliche Betreuung. Und der Ausblick und die Lage des Hotels wurden so oft hervorgehoben, dass ich mir dachte, ich gucke mal auf Instagram, was da so an dem Ortstag vom Jardim Atlantico los ist. Und bin sofort auf einen wunderschönen Schnappschuss gestoßen von der Vio 2016. Die war erst vor ein paar Monaten im Jardim Atlantico und hat dieses wunderbare Bild gepostet von dem Ausblick, den man vom Hotel aus hat. Es liegt an einer Klippe, kann man schon fast sagen. Man hat deswegen einen wunderschönen Ausblick über den Atlantik und kommt über ein paar Stufen zum Meer hinunter. Also ich glaube, die haben sogar so einen Barfußweg dort. Ja, das sieht man so ein bisschen. Ja, das ist genau. Feng Shui so ein bisschen ausgerichtet. Dann auch noch mal ganz interessant, zertifiziertes Umwelthotel. Also ich habe mir schon ein sehr gutes Gefühl, wenn man sich dann für dieses Hotel entscheidet. Total. Wir gucken es uns mal an. Du hast es schon gesagt, so in Hanglage. Also ich meine, das ist mal ein Ausblick von da oben. Wunderschön. Ich habe auch gelesen, man kann direkt vom Hotel aus richtig schöne Wanderungen starten. Also ich meine, man sieht es ja. Da ist die Natur direkt vor der Tür. Und ich finde, das macht es auch aus. Also ich meine, einerseits ist es immer schön, wenn man chillt und den Pool genießt. Ich finde, Madeira sollte man schon zumindest einmal, es muss ja nichts wirklich Hochaktives sein, aber zumindest einmal irgendwie so eine Wanderung erkunden machen oder erkunden. Ja, auf jeden Fall mal gucken, was die anderen Orte auch zu bieten haben. Man kommt, wie gesagt, auch relativ nah an die Gipfel hin mit dem Auto oder so. Also man muss nicht unbedingt jetzt sporteln. Sehr gut. Und die Option ist da. Und ich finde es immer wieder schön. Also da können Sie dann entscheiden. Das ist es. Da Barfußweg, ja genau. Oder Pfad, genau. Also es ist ja wirklich mal so mit allen Sinnen auch unterwegs zu sein, das zu genießen. Das spiegelt sich ja auch wieder in der Kulinarik wieder. Also die achten da auch sehr auf regionale Sachen. Und also hier können Sie sich sichtlich auf jeden Fall
Fall wohlfühlen, 3 Wochen am Stück. Und das ist es ja dann auch mit dem guten Gefühl, dass da tanken Sie dann die Energie und das nehmen Sie dann ja wieder mit nach Hause und sind dann wieder sozusagen gestärkt. Im Studio sind Sie untergebracht, sogar mit Meerblick. Und wir haben sogar noch die Halbpensionverpflegung mit dabei und einen Wellnessgutschein. So, jetzt haben wir beide ja schon ganz schön viel geschwärmt. Ja. Jetzt gucken wir uns die Bilder noch an. Freue ich mich drauf. Ich auch. Ich mag wirklich auch mal, also wenn Madeira kommt, dann ist es immer ein bisschen was. Über den Wolken lockt grenzenlose Schönheit. Madeira zählt ohne Zweifel zu den atemberaubendsten Flecken Erde im Atlantik. Steilküsten inmitten von viel Grün und eine zauberhafte Vegetation machen die Blumeninsel zu einem Hier-müssen-Sie-einfach-Urlaub-machen-Ziel. Folgen Sie uns für 3 Wochen in ein wahres Naturparadies. Und das Beste, der Flug dauert gerade mal 4 Stunden. Im Westen der Insel, knapp 1,5 Kilometer von Praceres entfernt, befindet sich das mehrfach ausgezeichnete und von über 90% seiner Gäste empfohlene 4-Sterne-Hotel Jardim Atlantico. Die Lage oberhalb der Küste verspricht eine atemberaubende Panoramasicht. Die Ausrichtung nach Feng Shui sorgt im ersten zertifizierten Umwelthotel Portugals für eine harmonische Atmosphäre. Von Ihrem Studio ist, dank Upgrade, der Blick aufs Meer inklusive. Testen Sie das Angebot des modernen Spa-Bereichs. Einen Wellness-Gutschein im Wert von 30 Euro pro Person bekommen Sie von uns dazu. Oder relaxen und schwimmen Sie unter freiem Himmel in der Poolanlage. Stärkung dafür erhalten Sie in Form von Halbpension. Und vergessen Sie nicht den liebevoll angelegten Barfußpfad. Als Gast des Hauses dürfen Sie diesen kostenlos nutzen. Entdecken Sie zudem die schönsten Orte und Sehenswürdigkeiten rund um das Hotel und auf Ihrer Urlaubsinsel. Das sind 3 Wochen Urlaub, in denen Sie Madeira mit allen Facetten kennenlernen können. Ja, da haben Sie wirklich Gelegenheit, alle Facetten Madeiras kennenzulernen. Ich meine, bei 3 Wochen, Sarah, 3 Wochen, hast du schon mal 3 Wochen am Stück, irgendwie hast du schon mal gemacht? Auf Madeira nicht leider, da war ich nur eine Woche. Das haben wir ja schon eine Woche gearbeitet. Stimmt, ja. Lars hat gemeint, 3 Wochen am Stück hast du schon mal gearbeitet. 3 Wochen am Stück gearbeitet kommt manchmal vor bei mir, ja. Ich noch Schulzeit und Studienzeit habe ich manchmal 3 Wochen im Ausland verbracht oder ein bisschen länger, aber jetzt geht das natürlich nicht mehr so einfach. Na, es ist schön, dass viele Urlauber und viele Zuschauer sich das mittlerweile gönnen irgendwie. Also organisieren viele. Wir versuchen ja auch da dementsprechend die Angebote zu bekommen, weil sie schreiben uns ja auch ganz tüchtig, dass wir da auch verschiedene Reiseziele anbieten. Und deswegen haben wir beide uns jetzt so gefreut, dass Madeira dabei ist. Ja, 3 Wochen zu einem Preis. Sarah hat mindestens genauso viel wie eine Woche bezahlt. Ja. Ich nicht ganz, aber es war auf jeden Fall auch schon ein bisschen mehr. Und das ist natürlich jetzt wirklich, wirklich ein Schnäppchen. Und dann noch mit diesem traumhaften, beliebten Hotel. Es sieht so aus, dass Sie ab November reisen können, ab 1049 Euro. Sie suchen bestimmt die 999 Euro. Da laden wir Sie einem Januar gleich auch mal zu buchen und das neue Jahr so zu starten mit 3 Wochen am Stück. Also Sie verkürzen ja deutlich auch den deutschen kalten Winter. Bis Ende April haben wir jetzt die Termine und diese wirklich günstigen Preise. Alleinreisende, die möchte ich auch gerne hier abholen. Der Einzelzimmeraufpreis, der liegt bei 249 Euro. Und was ich so cool finde, Sarah, Verlängerungswoche 249 Euro. Verlängerungswoche auch noch. Monat auf Madeira. Ja, cool, oder? 249 Euro nochmal dranhängen und dann haben Sie 4 Wochen am Stück. Ja, also alles richtig gemacht auf jeden Fall, wenn Sie dieses Angebot jetzt buchen. Und die Bestellnummer ist die 215293. We'll be right back.
So, Sie hätten es jetzt sehen sollen. Sarah hat so ein bisschen mitgetanzt. Muss man ja, bei der Musik. Ich war schon kurz davor. Ja, geht mir wirklich auch immer wieder so. Das hat irgendwie so, man will sich bewegen. Ja. Ganz genau. Wir sind auch immer wieder in Bewegungen und haben Neuigkeiten für Sie. Und das ist jetzt so ein Top-Deal-Angebot. Hast du es ja schon bestimmt gesehen, ja, dass wir diese absolute Weltneuheit haben. Exklusiv bei uns der ehemalige Magic Life, dann war es TUI Blue Hotel und jetzt Marmaris Bay Resort. Wunderschöne Lage. Ich mag das immer so gern, wenn die ganzen kleinen Häuschen so in dem Pinienwald gebaut sind. Man hat so das Gefühl, man wohnt mitten im Wald. In der Natur, wir haben es gerade davon gehabt, ja, dass du auch gerne so irgendwie in der Natur wohnst, aber doch jeglichen Komfort wertschätzt. Ja, so richtig, geht's mir auch. Ja, aber es ist schön, oder? Irgendwie alles zu haben. Absolut. Das geht. Und mit diesem Angebot für 399 Euro können Sie sich jetzt diese Weltneuheit gönnen, weil das gibt es jetzt exklusiv bei uns im Programm. Und wieder mal zum allerbesten Preis auf dem deutschen Markt und ganz, ganz vielen Extras. Werde ich gleich noch erzählen, weil Sie wollen jetzt bestimmt auch gleich wissen, was hat denn Sarah zu berichten? Was gibt es denn zu sagen hier? Ich meine, eins weiß ich, alle Magic Life Hotels, die haben grandiose Lagen und haben tolle Bewertungen. Das stimmt. Ich habe auf Holiday Check natürlich nachgeschaut. Oh. Was gibt es zu diesem Hotel zu berichten? Und es hat, wie du schon vorausgesagt hast, 91% Weiterempfehlungen bei 581 Bewertungen. Hier sehen wir es einmal, genau. Und dann habe ich natürlich mal wieder geschaut, welche Bewertung kann ich denn so exemplarisch zeigen, die so für den großen Tenor aller Bewertungen auf Holiday Check stehen. Und da habe ich mir die von Ann-Kathrin herausgesucht. Die schreibt, Traumurlaub im Traumhotel gibt 6 von 6 Sonnen. Diese Anlage ist für alle Ruhesuchenden ein Traum. Vom Hotel über das Essen bis hin zum Service ist alles top. Wir können dieses Hotel nur empfehlen. Dann habe ich noch mal ein bisschen nach unten gescrollt und geguckt, was hat sie denn bei der Gastronomie geschrieben. Und da schreibt sie, es gab eine reichliche Auswahl an verschiedenen Gerichten. Für jeden ist etwas dabei. Auch gibt es täglich vegane Gerichte. Und das fand ich ganz besonders interessant, diesen Aspekt, weil das ja in der heutigen Zeit doch ein Thema ist. Man muss auf die verschiedenen Bedürfnisse der Leute eingehen. Und es kommt auch bei uns immer wieder die Frage, gibt es da vegane Gerichte? Gibt es da vielleicht auch glutenfreie Gerichte? Deswegen dachte ich, nehme ich die Info direkt mal mit in die Sendung. Und sie schreibt, einen Abend gab es sogar Sushi. Es war wirklich ein Traum. Also wenn Sushi in einem Hotel gibt, bin ich auch gleich wieder on fire. Ja. Zum Abschluss noch die Bewertung von der Heike, die schreibt auch Erholung pur, immer wieder gerne, gibt 6 von 6 Sonnen und genauer, das Hotel liegt wunderschön in einem Naturschutzgebiet und trotzdem unmittelbar am Meer. Mehr Grün in einem Strandurlaub geht fast nicht. Die Anlage ist wie ein kleines Dorf gestaltet, viele Häuser mit je 4 Wohneinheiten schmiegen sich am Hang entlang. Die Anlage besticht mit viel Liebe im Detail. Wer relaxen möchte, ist hier genau richtig. Also da normalerweise ohne Worte, würde ich jetzt an der Stelle aber sagen. Aber du hast so es genauso vorausgesagt. Ja. Ja, ich das wusste. Ja, Wahnsinn. Ja, ich habe mich informiert. Nein, aber es ist tatsächlich so, es ist einzigartig. Und ich weiß noch, als ich damals auch in Marmaris war, generell, ich meine, diese Pinienbäume, man geht so durch und hat diesen Duft von den ganzen Pinienbäumen in der Nase. Und, schon wie Wellness, so ein Spaziergang ist dann wirklich, einfach. Gell? Und das in einem Hotel, ja, das ist einfach, finde ich, schon was Außergewöhnliches. Und dann noch so ruhig, der Yachthafen nicht weit, mit Blick so runter nach Marmaris. Das ist wirklich, also das ist etwas so Schönes und ich freue mich, dass mir auch dieses Hotel jetzt ja im Programm haben, exklusiv bei uns bei Sonnenklar TV. So, und jetzt gibt es für Sie natürlich noch Folgendes, bevor wir uns den Film ansehen, Sarah. Upgrade auf doppelzimmerseitlicher Mehrblick dabei und der Premium-Pass. Und den will ich unbedingt noch zeigen, denn der hat einen Wert, ich habe es mir notiert, von 168 Euro. Da ist Folgendes mit drin. Willkommensgetränk, Obstkorb, eine Flasche Wein steht schon mal bereit, ein zusätzliches Abendessen im à la carte Restaurant, Early Check-in, Late Check-out, 10 Minuten lang eine Kopfmassage, 10% Ermäßigung auf Wellnessanwendungen und auf die Coco Bar gibt es auch noch mal 10%. Also viel mehr Urlaub steckt hier in diesem Angebot. Und jetzt schauen wir uns die Bilder an vom Marmaris Bay Resort. An einer Bucht, die saphirfarben in der Sonne schimmert. Unter Pinien, die sanft in der Brise tanzen. An einem Strand, der wie ein goldener Pfad ins Urlaubsglück führt, liegt ein Haus, das Ihnen Zeit für sich schenkt. Ganz in der Nähe von Dalaman erwartet Sie das 5-Sterne Marmaris Bay Resort auf einer Halbinsel. Die kleinen Häuser mit den gemütlichen Zimmern verstecken sich unter den sonnengeküssten Baumkronen des Pinienwaldes, ideal für Ruhesuchende. Reisen Sie im Mai oder Oktober an, profitieren Sie von einem Upgrade auf ein schickes Doppelzimmer
mit seitlichem Meerblick. Zu den sanften Wellen führt sie der von Bäumen gesäumte Weg. Verbringen Sie den Tag am malerischen Strand und träumen Sie in der Sonne auf dem schönen Badesteg. Im Marmaris Bay Resort gilt: Alles kann, nichts muss. Wer seinen Urlaub aktiver gestalten möchte, probiert sich zum Beispiel im Bogenschießen oder Stand-Up-Paddling aus. Nach so viel Tatendrang kommt das Ultra All-Inclusive mit dem leckersten der türkischen und internationalen Küche gerade recht. Lange Essenszeiten sorgen dafür, dass Sie niemals in Eile geraten und somit ganz entspannt alles probieren können. Mit unserem Premium Pass profitieren Sie außerdem von vielen Extras, wie einem Willkommensgetränk, Early Check-in und Late Check-out, Obst und Wein auf Ihrem Zimmer, 2 à la carte Dinner, eine Kopfmassage sowie 10% Ermäßigung auf Wellness-Anwendungen und an der Coco Bar. Die Sonne genießen, Zeit und Raum vergessen, sich dem süßen Nichtstun hingeben. An einem der 3 Pools oder wo immer Sie wollen. Das 5-Sterne Marmaris Bay Resort schenkt Ihnen Zeit für sich. Also das ist doch wirklich ein Juwel an der türkischen Ägäis, oder? Und vielleicht auch für Sie das nächste Urlaubsjuwel, weil wir natürlich die allerbesten Preise auf dem deutschen Markt hatten. Oder haben, ja, das gab es bis dato noch nie. Im Mai geht's los mit 399 Euro. Das ist ein wirkliches Schnäppchenangebot im Mai. Dann haben wir Juni 649 Euro. Wir haben sogar die Ferien deutlich unter 1000 Euro. Und dann bis Oktober. Suchen Sie sich einfach da den Lieblingstermin aus. Rufen Sie die Kollegen im Service Center an. Sie können auch noch mal alle Informationen im Internet gerne abrufen. Wichtig ist, dass Sie die Bestellnummer haben. Und die steht links oben und die gebe ich Ihnen. Das ist die 216528 für das Marmaris Bay Resort. Unser Top-Deal, die Weltneuheit bei Sonnenklar TV, nur exklusiv bei uns buchbar. Weißt du, was Lars gerade zu mir gesagt hat? Was hat er gesagt? Trenner und dann Verabschiedung. Das hört sich immer so nach. Will er mich loshaben, oder? Verabschiedung. Ja, ich glaube irgendwie. Na, aber ich finde, es ist irgendwie so schade. Ja, wir sehen dich ja schon bald wieder. Wir ist sehen ja nicht dich für ja schon lange, bald wieder. Genau, weil ich weiß ja neuerdings. Das ist ein Running Gag jetzt zwischen uns beiden, weil ich gesagt habe, so bis nächsten Dienstag, dann wird es kleiner Insider, ja. Genau, und dann sagt Sarah, ja Moment, jetzt haben wir auch Donnerstag. Donnerstag, 17 Uhr geht es schon wieder weiter. Da geht es weiter, wieder mit den Neuesten aus dem Netz und hoffentlich mit ganz viel Interaktion. Wir laufen ja auch immer auf Facebook nebenher, der Livestream, und da kann man kommentieren, was einem gerade so in den Kopf schießt. Wenn man sieht, oh, in dem Hotel war ich auch mal, da war es toll, einfach reinschießen und dann können wir es gleich mit in die Sendung nehmen. Wunderbar. Und du hast noch was, du hast einen kleinen Ausblick für morgen, ja, weil du weißt ja schon mehr als wir. Erzähl. Ja, morgen um 11.30 Uhr. Steht natürlich wieder unser Urlaubschecker an, wie immer, und diesmal mit dem Alex. Der ist mal wieder auf Gran Canaria unterwegs, und zwar im Hotel Park Paraíso, habe ich gerade, deswegen lese ich hier ab, auf WhatsApp von meiner Kollegin Nadine reinbekommen. Ganz neue Neuigkeiten. Und ich weiß, dass dieses Hotel einen Langzeiturlaub anbietet, auch wieder zur besten beliebten Zeit, dann ab November. So, du weißt was, es war mir ein Fest, ich danke dir, es war sehr kurzweilig wieder. Aber jetzt muss ich gehen. Jetzt ja? Verabschiedung. Ich merke schon. Tschüss. Ich begleite dich noch raus. Wir sehen uns. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss.